السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي القهر والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Ich grüße euch, liebe Brüder und Schwestern, zu unserem Abend, und ich freue mich, euch hier nochmal besuchen zu dürfen. Langsam stellt man eine Beziehung Richtung Schweiz her. Und mashallah, das Herzen ist mit euch und mit eurer Arbeit. Und alhamdulillah, ich beobachte sehr, wie die Arbeit und die islamische Arbeit hier läuft. Und ich bitte Allah Ta'ala, euch weiterhin zu segnen. Und ich bitte Allah Ta'ala, dass er euch starke Zusammenhalt gibt und dass er euch vermehrt und dass Allah Ta'ala eure Arbeit annimmt und euch Al-Ikhlas und die Aufrichtigkeit gibt. Allahumma Amin. Alhamdulillah, wie man merkt, bei jeder islamischen Veranstaltung, sei es in einer Moschee oder in einer Halle, egal wo, wenn du die Anwesenden von den Muslimen siehst in den Moscheen, siehst du, die meisten sind Jugendliche, junge Erwachsene. Geh mal zu den Freitagspredigten in allen Moscheen. Du siehst, mashallah, die große Anzahl von den Jugendlichen. Du siehst, wie subhanallah, diese Zeit von Materialismus, Zeit der Ablenkung, Zeit der Versuchungen, Zeit, wo die Jugendlichen schmelzen und in der Dunya versenken, aber die islamische Jugend, die muslimische Jugendlichen sind, walhamdulillah, wach. Und sie halten an ihrer Religion fest, mit Liebe, mit Überzeugung, mit Wissen. Ist das nicht ein Beweis, dass diese Religion eine lebendige Religion ist? Ist das nicht ein Beweis, dass diese Religion die Herausforderung der Zukunft stellt? Ist das nicht der Beweis, dass diese Religion alle Arten von den Menschen anspricht? Als Gegenüberstellung, lasst uns mal bitte die Kirche besuchen und dann werden wir sehen, wer dort sitzt, mit Achtung und Respekt. Aber wir reden über Realität. Wir reden über Tatsachen. Da seht ihr, dass nur ältere Menschen dort sitzen. Und diese Sache und diese Tatsache gibt uns Kraft und Motivation für die Zukunft. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt eine Gruppe von Jugendlichen. سيقولون خمسة وسادسهم كلبهم. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt sie im Koran in Surat al-Kahf. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Das waren Fitya. Und Fitya ist die Mehrzahl von Fata. Und Fata ist einer, der 13, 14, 15-jährig ist. Fitya. Sie sind geflüchtet mit ihrer Religion. Aus einem Ort voll mit Götzendienst, mit Verehrung von Götzen, wurden unterdrückt und flüchten mit ihrer Religion. Fitya.
Jugendliche. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt sie bis zum Tag der Auferstehung in dem besten Buch aller Bücher, im Koran, sodass die Muslime das einmal pro Woche von Norden bis Süden und von Osten bis Westen lesen. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einem Hadith Qudusi: Uhibbu at-ta'i'in, uhibbu ash-shab at-ta'i'a ashad. Ich liebe die frommen Menschen, aber vielmehr liebe ich den frommen Jugendlichen. Der Jugendliche ist voll mit Power. Überall um ihn gibt es Versuchungen. Und du siehst ihn trotzdem an seiner Religion festhalten. Subhanallah. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala. Woher gibt er ihm diese Kraft? Das ist die Liebe zu dieser Religion. Das beweist, dass diese Religion eine lebendige Religion ist. Das ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam und das ist die Sira. Geht und liest, was in der Sira ist. Der Prophet sagt: Nasarani shabab wa khadalani shuyukh. Die jüngeren Menschen haben mir geholfen und mich zum Sieg verholfen, aber die älteren haben mich in den Stich gelassen. Das war in der ersten Zeit der Da'wa. Ali ibn Abi Talib war 10 Jahre alt, als er Muslim geworden ist. Der erste Muslim überhaupt. Umar war 30 Jahre alt, radiallahu anhu wa ardah. Abu Bakr Siddiq war 37 Jahre alt. Jugendliche, die 18, 19 Jahre alt, ohne zu zählen. Zayd ibn Haritha, Samura ibn Jundub, Mu'ad ibn Amr ibn Jamuh, Mu'ad ibn Jabal, Suhaib al-Rumi, Bilal al-Habashi, Salman al-Farisi, alle waren Jugendliche. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie gelobt. Zayd ibn Haritha, er war der General von ganzen Heerscharen, die zu den Römern geschickt wurde, 18 Jahre alt. Er hatte das Kommando, 18-Jährige. Und der Prophet sagt: Innahu min ahabbin nasi ilay. Er ist einer von den Geliebtesten zu mir, bis er so genannt wurde: Hibbu Rasulillah. Der Liebling des Gesandten Allahs, Zayd ibn Harith. Und so viele andere. Wir sehen heutzutage, in dem 21. Jahrhundert, Alhamdulillah, dass wir das auch erleben dürfen, das ist der sogenannte arabische Frühling. Natürlich mit vielen großen Fragezeichen, aber Alhamdulillah, der Wendepunkt ist erreicht worden. Guckt mal, die Träger dieser Frühling sind Jugendliche. Und welche Jugendlichen sind mit dem Islam und mit der Religion stark verbunden? Hier in Syrien gibt es militärische Gruppen, die sich gebildet haben. In Halab, in Damaskus, überall im Lande gibt es Gruppen und alle arbeiten und alle kämpfen. Alle sind Jugendliche. Und das Ungewöhnliche ist, und das ist ein Brief nicht nur für uns, Brief für alle Menschen. Ila man yahumuhu al-amr, der sich dafür interessiert. Die Gruppen alle haben Namen. Haben wir Namen gehört? Hip-Hop-Gruppe. Oder Rap-Gruppe. Mit Achtung, ja? Du machst ja keinen Rap, du machst, mashallah, gesunde Art von Liedern. Und eine schöne Arbeit, was Bruder Mohammed hier im deutschsprachigen Raum gibt. Aber ich will euch damit etwas sagen. Wenn du diese Gruppen genau siehst im Fernseher, Sariyatu Abi Bakr, die militärische Gruppe von Abu Bakr, die andere heißt Umar,
Die andere heißt Muhammad. Die andere heißt Ali. Die andere heißt Mujahidun. Die haben alle religiösen Begriffe. Ein Signal dafür. Hallo, hallo, hallo. Der Islam ist in unseren Wurzeln. Ist mit unserem Blut vermischt. Und niemals kann man diese Generationen, die entstanden sind, von ihrer Religion weg und wegzerreißen. Niemals. Das ist der Beweis. Das Gleiche geschah in den anderen Ländern. Und das ist ein starker Brief für diejenigen, die genau schauen. Die genau schauen. Alhamdulillah. Liebe Brüder und liebe Schwestern, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns diese Gnade gegeben, dass wir in der Jugendzeit Kraft, Gesundheit haben. Aber das darf nicht verloren gehen. Und das darf nicht für Dunya nur benutzt werden. Und dabei vergisst man das Ziel, warum wir überhaupt erschaffen worden sind. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Badiru bil a'mali sab'a. Wetteifert in euren Taten. Sieben. Was heißt das? So heißt das in Arabisch. Aber das ist der Kunst der Sprache. Das heißt, wetteifert mit euren Taten, bevor sieben Dinge erscheinen. Bevor sieben Dinge eintreten oder eintreffen. فهل تنتظرون فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو الدجال فإنه شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. Wetteifert mit euren Taten, bevor sieben Sachen eintreffen. Oder wartet ihr etwa, so sagt der Prophet Sassim ungefähr, oder wartet ihr etwa auf Armut, die euch alle Dinge vergessen lässt? Wenn man arm ist, dann ist man nur damit beschäftigt, wie kann ich essen, wie kann, du vergisst alles. Wartet ihr auf diese Versuchung, wenn es dir gut geht? Oder wartet ihr auf eine Armut, die euch allen vergessen lässt? Oder auf ein Reichtum, was euch prahlerisch macht? Oder auf eine Krankheit, die euch kaputt macht, dass du gar nicht beten kannst? Dass du gar nicht fasten kannst, pilgern kannst, spenden kannst, du liegst nur krank? Oder wartet ihr etwa auf eine Krankheit, die euch verdirbt und zerstört? Oder wartet ihr auf einem hohen Alter, der euch schwach macht? Oder wartet ihr auf den Tod? Oder wartet ihr auf den Dajjal? Wie schlimm ist der, worauf die Menschen warten? Oder wartet ihr auf die Stunde? Denn die Stunde ist noch schrecklicher. Das ist das. Unsere Zeit ist begrenzt. Dein Shabab, mein lieber Bruder und Schwester, ist das A und O in deinem Leben. Man shabba ala shay, shaba alayh. Wa man shaba ala shay, mata alayh. Der seine Jugend in einer Sache verbringt, so wird er in seinem hohen Alter mit dieser Sache immer noch beschäftigt sein. Und wenn er den hohen Alter mit dieser Sache erreicht, so wird er auch mit dieser Sache sterben. Diese Sache ist das A und O. Welche Sache ist das? Haram oder Halal? Das, was dich zu Allah näher bringt oder das, was dich von Allah wegbringt? Das ist das. Jugendzeit ist die Grundlage für die Zukunft. Da baust du an und später erntest du bi-idhnillahi azza wa jal. Und so muss dein Shabab gut genutzt werden, wie der Prophet sagt, Ichtanim khamsan qabla khams. Nutze fünf, bevor fünf eintreffen. Shababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik,
وفراغك قبل شغلك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. Nutze fünf vor fünf. Nutze deine Jugend, bevor du alt wirst. Und nutze dein Reichtum, bevor du arm wirst. Und nutze deine Gesundheit, bevor du krank wirst. Und nutze deine freie Zeit, bevor du beschäftigt bist. Und nutze dein Leben, bevor du stirbst. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Sprich, sprich, mein Gebet, mein Opfertier, mein Leben, mein Sterben gehört nur Allah. Das soll nur Allah gehören. Denn du lebst nur für Allah. Du lebst nur, um zu Allah zurückzukehren. Dein Leben ist kurz. Denke nach und reflektiere. Und dann wirst du sehen, dass wir ein paar Monate bewusst leben. Denn ein Drittel unseres Lebens, acht Stunden von 24 Stunden, ein Drittel unseres Lebens ist nur im Schlaf. Das heißt, 20 Jahre schlafen wir nur. Subhanallah, 20 Jahre. 20 Jahre sind wir am Schlafen. Das ist für diejenigen, die 8 Stunden schlafen. Und 8 Stunden, ein Drittel unseres Lebens, Schule, Arbeit, Studium. 8 Stunden. Das heißt, 20 Jahre sind wir nur am Arbeiten für Dunya. Essen, trinken, Bauch voll machen und Körper stark machen. Und die Statistiker sagen, Fernseher gucken, essen und trinken dauert insgesamt 7 bis 10 Jahre. Allahu Akbar. 10 Jahre bist du nur am Essen und Trinken. Reflektieren wir mal. Und dann, was bleibt? Wo ist das Spazierengehen? Und wo ist mal zum Fitness gehen und weiß ich nicht, und Reise und Sport und. Was erleben wir bewusst, so bewusst mit Allah subhanahu wa ta'ala? Was ist das? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ja, ayyuha an-nas, inna wa'da Allahi haqqa. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Oh, ihr Menschen, das Versprechen Allahs ist wahr. Lasst euch nicht von der Dunya betören und lasst euch nicht von dem Betörer betören. Wach auf! Wach auf und wisse, dass du nicht für Dunya erschaffen bist. Dass du für Akhira erschaffen bist. Und lass dein Ziel das Wohlgefallen Allahs. Und dass du dein Ende erreichst mit Zufriedenheit von deinem Herrn. Und nicht dein Ziel, dass du das und diese Stufe in Dunya erreichst. Das soll nicht das Ziel sein. Das ist eine Nebensache. Geld, Macht, alles Nebensache. Nur damit man stark bleibt für den Islam. Das ist unser Fokus, meine lieben Brüder und Schwestern. Und deswegen, weil die Jugend so wichtig ist und ihr seht, dass die Pyramide in den islamischen Ländern ganz normal ist. Nicht wie hier andersrum, sondern es ist richtig normal. Das heißt, wir haben eine breite Masse von den Jugendlichen. Und das beweist, dass es eine hohe Zukunft gibt. Gut, wenn diese Basis gut erzogen wird. Und wie kann man sie erziehen, wenn sie keine Wurzeln haben? Und so prägt uns Allah Ta'ala ein wunderschönes Gleichnis im Koran, wie ein Mu'min sein muss. Gleichnis ist immer, man denkt nach und versucht mal, das zu projizieren. Allah sagt, Alam tara. ألم تر كيف ضرب الله مثلا
مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. Siehst du nicht, wie Allah ein Gleichnis geprägt hat? Gleichnis von einem Baum, dessen Wurzeln tief in die Erde gehen und dessen Baumstamm oben in die Höhen gehen und dessen Früchte immer und jede Zeit und ganzjährig ihre Ernte erbringen. Die Ulama von Tafsir sagen, das ist ein Gleichnis für den Iman, beziehungsweise für den Mu'min. Welcher Baum ist das? Der Prophet sagt, welcher Baum ist das, der jede Zeit seine Früchte gibt? Winter, Frühling, Sommer, immer. Keiner kam auf die Idee. Der Prophet sagt, das ist die Palme. Und die Palme ist eine außergewöhnliche Geschöpf von Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Denn ihre Wurzeln sind am stärksten. Am stärksten. Und ihr Baumstamm ist am größten. Subhanallah. Und egal welcher Wind es kommt, du siehst, die Palme ist immer stark. Und subhanallah. Die Wurzeln sind in unserem Fall unsere Aqidah, unsere Iman, die Verinnerlichung, die wir im Herzen tragen, dass wir nur auf Allah vertrauen, dass wir Allah lieben und fürchten, dass wir für Allah und zu Allah voller Loyalität zeigen, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala dienen und anbeten und verehren und anrufen. Das alles, der Glaube an das Schicksal, alles gut, schlecht, süß, sauer, alles voller Hingabe, Unterwerfung zu Allah subhanahu wa ta'ala, beste Wurzel. Und dann kommt der Baumstamm, in diesem Fall ist die Persönlichkeit des Moslems. Er streckt nicht seine Hand. Bitte, bitte. Er ist stark. Er ist unbedürftig gegenüber anderen Menschen. Er fragt nur seinen Gott. Er hat starke Persönlichkeit. Er hat keine Angst von einem Geschöpf. Er ist wie der Baumstamm gegen den starken Wind. Und er bringt immer seine Früchte. Und über die Früchte wollen wir mal kurz etwas sagen. Du musst Früchte für deine Gesellschaft geben. Der Prophet ﷺ sagt, der Beste unter den Menschen, anfa'uhum linnas, der am meisten für die Menschen Nutzen bringt. Du musst Nutzen bringen. Du musst mit deiner Arbeit Nutzen für den Islam, für deine Religion oder für die Gesellschaft musst du Nutzen geben. Und deswegen, hier guckt man genau, dass man nicht seine Zeit verliert und vergeudet, ohne dass man Nutzen lässt, dass man genau auf seine Zeit guckt und nichts verpasst. Abdullah ibn Abbas sagt, ich hasse einen, der da rumsitzt und er macht nichts. Weder für Dunya noch für Akhira. Kennt ihr solchen Menschen? Er ist im Café und er sitzt und macht so. 3 Stunden lang. Was machst du? Es gibt. Das sind Hunderte, Tausende. Der sitzt den ganzen Tag im Café und er macht so. Da gibt es einer, die haben nichts zu tun, aber keine Früchte, keinen Nutzen für die Gesellschaft. Und noch mehr kommt dazu, dass sie nur Sachen verfolgen, die sie nicht betreffen. Ja? Wie einer sagt in Meknes bei uns, in einem Kreisverkehr, da gibt es einen großen Kaffee. Da kommt ein Angestellter, kommt bitte einen Kaffee. Und der war so gestresst und er hat den Kaffee und Zucker daneben. Er hat Zucker reingemacht und er hat nicht umgerührt. Er wollte seinen Kaffee nehmen. Einer von hinten, von den Leuten, die so sitzen. Er sagt ihm, Mohammed, bei uns alle heißen Mohammed. Sag,
Ist Mohammed. Was? Das heißt, du hast vergessen. Mach mal so. Er sagt ihm Dankeschön. Aber das ist das. Wenn man freie Zeit hat, dann kümmert man sich um Sachen, die keinen Nutzen haben. Überflüssig. Und so soll kein Muslim sein. Besonders ihr, die Jugendlichen hier. Ihr habt eine Plattform. Diese islamische Jugend. Wunderschöne Plattform. Ihr habt eine Grundlage. Diese Grundlage, die kann durch euch erfolgreich werden und durch euch zunichte gehen. Seid ihr zusammen? Vermehrt ihr euch? Empfiehlt er immer weiter? Dann werdet ihr immer stärker, immer stärker. Und wenn man größer wird, Hauptsache die Absichten müssen stimmen. Und die Herzen müssen auf einem gemeinsamen Herzen sein. Und die Liebe ist unter euren Reihen. Wallahi, je größer, desto breiter euer Horizont ist und auch die Projekte für die Umma. Und das ist eine gute Plattform. Lasst euch von Meinungsverschiedenheiten und den verschiedenen Sichten. Das Ziel ist eins: Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen empfehle ich allen Brüdern und Schwestern, dass sie zusammenarbeiten. Solche Sachen, die ihr heute gemacht habt, mit so einem Turnier von Fußball, macht ihr was Ähnliches auch in verschiedenen Bereichen. Aber auch eine Sache, die wir auch einführen müssen, inshallah, Camping, islamischer Camping, das ist eine starke Nummer mit viel Organisation, viel Arbeit, aber erstmal einführen mit begrenzten Zahl von 100, nicht mehr, und dann immer drauf aufbauen, aufbauen, bis man ein großes Camping in Form von Tausenden. Warum nicht? Der Muslim hat immer großen Horizont. Er guckt immer weiter. Und der Segen Allahs ist bei uns. Glaub mir, die Sachen gehen von alleine, weil der Baraka da ist. Du arbeitest nicht für BMW und Mercedes oder weiß ich, du arbeitest für Allah. Die Hand Allahs ist da. Und das Wohlgefallen Allahs ist da, bi idnillah. Deswegen, meine lieben Brüder und Schwestern, es ist eine Motivation meinerseits für mich und für euch. Lasst uns das Wichtigste, das wir in dieser Dunya sammeln, was wir in Akhira ernten werden. Du wirst nur das sehen, was du angebaut hast. Und ich mache einen Abschluss mit einer Ermahnung für mich und für euch, meine lieben Brüder und Schwestern. Allah subhanahu wa ta'ala wird am Tag des Endgerichtes mit dem Glaubensverweigerer ein Gespräch führen. Zum ersten Mal redet er mit ihnen, danach hören sie von ihm kein Wort mehr. Mit den sogenannten Naturalisten, die das Jenseits für Lüge erklären, die sagen, innama hiya arhamun tadfa' wa ardun tabla', das sind nur Gebärmutter, die ausstoßen und Erde, die runterschluckt, mehr nicht. Das heißt, wir sind in einem natürlichen Zyklus, und das ist, manche träumen und folgen Vermutungen, wenn du stirbst, dann bist du ein Engel. Der andere sagt, du bist ein Vogel, und der andere sagt, du bist weiß ich nicht was. Ja? Immer Vermutungen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ. Und wenn du sie sehen würdest, dann wird ihr Herr sie fragen, ist dies nicht die Wahrheit? Dann werden sie sagen, قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا. Oh, doch, bei unseren Herren. قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. So schmeckt die Strafe für das, was ihr für Lüge erklärt habt. Und dann, قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ. Verloren sind diejenigen, die das Treffen mit Allah für Lüge erklären. حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا. Wenn die Stunde plötzlich eintrifft, dann sagen sie, يَا حَسْرَتَنَا. Oh, wehe uns.
يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. So viel haben wir in Dunya verpasst. فيها, in ihr, in der Dunya. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. Und sie tragen ihre Lasten auf ihren Rücken. ألا ساء ما يزرون. Wie schlimm ist das, was sie von Lasten tragen. Und dann beendet Allah diese Ayah in Surat Al-An'am. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله. Und das diesseitige Leben ist nicht anderes als ein Spiel und trügerisches Genuss. Und weiter. وللدار الآخرة خير خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Und das Jenseits ist besser für diejenigen, die gottesfürchtig sind. Wollt ihr nicht begreifen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Kümmer dich, mein lieber Bruder und liebe Schwester, um deinen Nafs. Reinige dein Nafs. Läutere dein Nafs. Wenn du den Erfolg haben willst, wenn du Allah wirklich kennenlernen willst, wallahi, wallahi, du wirst nie seine Tür klopfen dürfen und betreten dürfen. Erst wenn du ein gesundes, reines Herzen trägst. Eintrittsvisum ist reines Herzen. Nur damit hast du Zugang zu Allah. Man arafa qalbahu, arafa rabbah. Derjenige, der sein Herz kennt, wird seinen Herrn kennen. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Erfolgreich ist derjenige, der sie läutert. Diesen Nefs, diese unsichtbare, dein Ich, dein menschliches Ich, diese Sache, die in uns fließt. Wir sehen sie nicht, wir spüren das. Nur damit kann ich reden, hören, sehen, denken. Und ohne das, wenn das rauskommt, bin ich wie ein Stein. Zwei Sachen in uns. Eine gehört zum Boden. Eine wurde ganz, ganz, ganz oben erschaffen. Und die möchte zurückkehren. Dein Körper geht zum Sand, aber deine Seele geht hoch. Da, wo sie hingehört. Allah hat sie dort eingehaucht in Adam. Deswegen normalerweise ist unser Nefs dafür da, dass wir damit hochsteigen. Von der Dunya, von dem irdischen Leben hochsteigen. Wie? Läutere, reinige dein Nefs. Womit? Mit dem wahren Tawhid und Aqidah. Und ich beende mit dieser Sache. Wahren Tawhid und Aqidah. Dass wir genau den Aqidah studieren, aber mit der richtigen Art und Weise, wie die Sahaba es getan haben. Leider sind wir Opfer von dem 7. und 6. Jahrhundert, wo viele philosophische Auseinandersetzungen zwischen Masha'ira und Mu'tazila und Qadariya und Jahamiya und Jibriya so viele Sekten kamen und sie diskutieren und streiten. Und dann beginnen sie philosophisch alles zu untersuchen. Wir im 21. Jahrhundert, leider, die praktizierenden Jugendlichen, lernen die Aqidah auf diese Methodik. Nach einem Jahr, zwei Jahren, siehst du das Herzen trocken. Man will nur platt machen. Sie sind Plattmacher. Man will nur platt machen. Hat man Nutzen für das Herzen? Ist dein Herz weich? Weinst du, wenn Allah erwähnt wird? Strahlst du und hoffst du, wenn das Paradies erwähnt wird? Bewegst du dich? Nein, die Herzen sind trotzdem tot. Und deswegen rufe ich euch alle, liebe Brüder und Schwestern, der wahre Weg, Aqidah zu studieren, ist, deinen Nefs zu reinigen und zu läutern. Deswegen habe ich für dieses Jahr in Berlin habe ich das Motto 2013, das Jahr der Läuterung und der Reinigung von unseren Nefs, und habe mit zwei Reihen parallel gestartet.
Eine Reihe mache ich, Alhamdulillah, in der Al-Nur-Moschee beim Sonntagsunterricht von Manazilus-Sairin, die Stufen der Reisenden. Und eine andere Reihe habe ich bei den DMK, Deutsch-Muslim-Kreis, jeden Freitag. Da sprechen wir das Buch von Minhajul Qasidin, Muhtasar von Al-Imam Ibn Qudama. Beide Sachen führen uns dazu, dass wir Stufe um Stufe hochsteigen, hochgehen, bis wir insha'Allah ta'ala die Stufen erreichen, wo man mit den Augen seines Herzens das Verborgene sieht. Dass man die Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala fühlt. Dass man die Scharfsinnigkeit im Herzen und im Kopf trägt. Dass man mit dem Licht Allah subhanahu wa ta'ala blickt. Und deswegen lade ich euch alle ein, dass ihr insha'Allah ta'ala auf YouTube-Kanal von unserem Verein Tawhid e.V. Tawhid e.V. Dort werden diese Reihen insha'Allah ta'ala immer hochgeladen. Und insha'Allah ta'ala sind wir alle zusammen, dass wir diese Reihen ernst nehmen. Und am besten nehmt mal euren Stift, dass ihr das alles genau schreibt, was da von Inhalt gegeben wird, weil das präzis ist. Und deswegen insha'Allah ta'ala rate ich euch alle, Al-Aqida so zu lernen. Wie bitte? Und islamvoice.de ist natürlich unsere Internetseite. Da werden die Reihen auch dort hochgeladen. Ich empfehle euch, diesen Weg für Aqida aufzuschlagen und dass ihr euch um euren Nafs kümmert. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns reinigen. Ja Allah, wir bitten dich mit allen deinen Namen und deinen Eigenschaften. Ja Allah, reinige unsere Herzen, ja Allah. Ja Allah, läutere unsere Herzen, ja Allah. Ja Allah, reinige unsere Herzen von Groll und von Neid und von Heuchelei. Ja Allah, fühle unsere Herzen mit dem Iman und mit dem Ikhlas, ja Rabbil Alamin. Ja Allah, bringe uns zu dir nach, ja Allah. Verzeih uns und vergib uns, ja Allah. Ja Allah, lasse uns die hohen Stufen erreichen, ja Allah. Ja Allah, lasse uns deine Nähe spüren, ja Allah. Ja Allah, gib uns das Geschmack vom Glauben in unserem Herzen, ja Allah. Festige unsere Füße auf deinen Weg, ja Allah. Ja Allah, lasse uns als Muslime leben und lasse uns als Muslime sterben, ja Allah. Ja Allah, mache uns eine gute Zwischenzeit im Grab. Lasse den Koran und die guten Taten als Begleiter für uns sein, ja Allah. Lasse uns zu denjenigen gehören, die das Buch mit der rechten Hand bekommen. Und lasse uns zu denjenigen gehören, die strahlende Gesichter am Tag der Auferstehung sein, ja Allah. Ja Allah, lasse uns von denjenigen sein, die unter deinen Schatten stehen werden, in einem besonderen Empfang, ja Allah. Ja Allah, erleichtere uns die Abrechnung am Tag des Endgerichtes, ja Allah. Ja Allah, vergib uns und verzeih uns. Erbarme dich unseren Eltern und unseren Mashayikh und Ulama und Lehrer und Asatida und alle, die uns Gutes beigebracht haben, ja Allah. Ja Allah, verändere den Zustand von unseren Geschwistern in Syrien zum Guten, ja Allah. Ja Allah, hilf ihnen, ja Allah. Ja Allah, einige zwischen uns, ja Allah. Bring uns zusammen, ja Allah. Festige unsere Reihen, ja Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum für das gute Zuhören.